Ja, wir kommen dann zum zweiten großen Höhepunkt. Das ist nämlich die Verleihung der Medaille für naturwissenschaftliche Publizistik. Und da übergebe ich meinen Kollegen Uli Bleier. Heiter bis wolkig, tagsüber gerne sonnig, nachts sanfter Regen, leichter Wind. So genießen wir am liebsten das Wetter in unseren gemäßigten Breiten. Es verschafft uns grüne Gärten und üppige Felder. Doch immer öfter lauten die Meldungen so, wie wir es nur von fernen Regionen dieser Erde gewohnt waren. Zu heiß, zu stürmisch, lange zu trocken, dann sintflutartiger Regen. Und wir wissen, woran das liegt. Das Erdsystem, genauer das System Erde-Mensch, gerät aus den Fugen. Es sind hochsensible, komplexe Prozesse, die in unserer Atmosphäre global ablaufen und uns bei uns lokal dann zu Veränderungen führen. Diese komplexen Zusammenhänge sind es, die unseren heutigen Preisträger Carsten Schwanke seit seiner Jugend begeistern. Er vermittelt uns regelmäßig Wetterlage und Aussichten, aber er macht noch viel mehr. Er zählt in Deutschland zu den populärsten Fernsehschaffenden für Bildungs- und Wissenssendungen. Carsten Schwanke ist in, nicht CISA, sondern in CIESA zur Schule gegangen, wird oft verwechselt. Diese tausendjährige Stadt an der alten Heerstraße von Brandenburg nach Magdeburg war immerhin 200 Jahre lang Bischofssitz und ist heute der Allgemeinheit besonders durch Stau- und Unfallmeldungen auf der A2 ein Begriff. Es folgte eine Ausbildung als technischer Assistent für Meteorologie beim Meteorologischen Dienst der DDR, dessen Zentrale bekanntlich auf dem Potsdamer Telegrafenberg lag. Das war ihm wichtig, weil er dadurch ein sehr praktisches Gespür für die spannenden Zusammenhänge in der Atmosphäre entwickeln konnte. Danach studierte Carsten Schwanke Meteorologie an der Humboldt-Universität zu Berlin bis zum Vordiplom. Dann gehörte er zu den Menschen, für die mit dem Fall der Mauer nicht nur das Tor zur Welt zur rechten Zeit aufging, er ging auch hindurch. Er studierte an der Universität Hamburg weiter und fertigte seine Diplomarbeit bei einem Team des Deutschen Klimarechenzentrums an, das sich mit dem ersten 3D-Modell eines Vulkanausbruchs und natürlich dessen meteorologischen Folgen in der Atmosphäre beschäftigte. Die Frage, wie es weitergehen sollte, kam zu einem günstigen Zeitpunkt. Es gelang Carsten Schwanke, seinen Traum zu erfüllen und aus der Wissenschaft in das Fernsehen zu wechseln. Das war 1995. Als Jörg Kachelmann gerade zeigte, dass Wetterbericht nicht einfach das Verlesen von Wetterdaten bedeuten muss, sondern das sein kann, was wir heute Storytelling nennen. Jede Wettersendung enthält eine Geschichte. Das Ziel muss immer sein, dass die Zuschauer dieser Geschichte folgen können und danach natürlich wissen, wie das Wetter wird. Und das immer live und ohne Teleprompter. Außerdem bleibt dabei auch immer noch Platz für Zusatzgeschichten, in letzter Zeit natürlich immer häufiger über den Klimawandel und seine Beziehungen zum Wetter. Schwanke heuerte bei Kachelmann an und hat seine erste ARD-Wettersendung im August 1995 absolviert. Bald nach seinen ersten Wetterauftritten gab es auch Angebote, andere TV-Formate zu moderieren. Ab 1996 Chamäleon, eine sehr schöne Kindersendung über Tiere und Pflanzen, Kopfball, das Wissensquiz in der ARD und etliche Live-Reportagen im ARD-Morgenmagazin. Große Erfolge feierte er 2002 mit einer mehrtägigen Berichterstattung, die während einer Himalaya-Bergbesteigung entstand und live übertragen wurde. 2005 fragte das ZDF an und Carsten Schwanke übernahm die Moderation von Abenteuer Wissen. Dafür gab es 2010 die goldene Kamera, dennoch wurde Abenteuer Wissen eingestellt. Wir kennen das von den Highlights und der Finanzierung des BMBF. Seit 2011 ist er wieder vermehrt als ARD-Meteorologe unterwegs.
2012 gründete Carsten Schwanke die TV-Produktionsfirma WQ Media. Ich habe gerade gelernt, WQ steht für Wissenschaftliches Quartett und wird nicht anglifiziert. Hier produziert er für die ARD Alpha unterschiedlichste Wissenschaftssendungen, die er moderiert, ebenso Reportagen für Arte oder den ARD Weltspiegel. 4 Klimareportagen sind, glaube ich, gerade an den letzten Sonntagen gelaufen. Weitere Preise haben ihn darin bestärkt, diesen Weg weiterzugehen. Der Universitas-Preis für Wissenschaftsjournalismus der Hans-Martin-Schleyer-Stiftung, der Preis für die beste europäische Wettervorhersage der Europäischen Meteorologischen Gesellschaft oder eine Nominierung für den Grimme-Preis. Wofür gab es die? Carsten Schwanke erklärte 2018 im Wetter vor 8 den Zusammenhang zwischen dem langen, trockenen Sommer und dem Klimawandel. Dieses Erklärvideo wurde im November 2018 eines der meistgeschauten Internetvideos. Carsten Schwanke hält viele Vorträge, vor allem über den Klimawandel, und versucht so, dieses Thema einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen. Gemeinsam mit anderen Autoren hat er dazu auch Bücher geschrieben. So Wetter, Klima, Klimawandel, Wissen für eine Welt im Umbruch oder Heiter bis Wolkig. Blitzgescheites und Kurioses über das Wetter. Doch der Klimawandel ist nicht sein einziges Thema. Von Glückszahl bis Geheimzahl, mit Mathe die Rätsel des Alltags lösen, erschien 2020 gemeinsam mit Christian Hesse. 2020 hat er eine zweite Firma gegründet, die Wetterfirma Meteocloud. Er möchte die Wettervorhersage, insbesondere die Unwettervorhersagen, deutlich verbessern und sieht da auch noch bedeutendes Potenzial. Carsten Schwanke ist also nicht nur ein Wetterfrosch, den wir natürlich immer möglichst weit oben auf der Leiter sehen möchten. Er vermittelt Wissenschaft fundiert und mitreißend, erschließt neue Wege dafür und engagiert sich für die Vermittlung von Wissen zu einem globalen Menschheitsproblem unserer Zeit, dem Klimawandel und seinen Konsequenzen für unseren Alltag. Er ist damit ein hervorragender Kandidat für einen Preis, der für publizistische Leistungen zur Verbreitung naturwissenschaftlich-physikalischen Denkens im deutschsprachigen Raum vergeben wird, die Medaille für naturwissenschaftliche Publizistik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Diese Medaille ist wie immer individuell gestaltet, wie ich finde, ausgezeichnet gelungen. Deshalb hier an dieser Stelle mal ein herzlicher Dank an die Grafikerin der DPG, Jana Carstensen. Wir gratulieren Carsten Schwanke sehr herzlich zu dieser Auszeichnung, hoffen, dass sie ihn in seiner Arbeit weiter bestärkt, freuen uns auf nicht immer nur gute, aber stets treffende Wettervorhersagen. Ja, die Deutsche Physikalische Gesellschaft verleiht Herrn Carsten Schwanke, Meteorologe und Moderator, die Medaille für naturwissenschaftliche Publizistik, insbesondere für sein unermüdliches Engagement als Referent und Autor, die Probleme des menschengemachten Klimawandels zu vermitteln, sowie als Meteorologe und Moderator verschiedener Wissenssendungen in WDR und ARD. Der diplomierte Meteorologe zählt in Deutschland zu den populärsten Moderatoren für Bildung und Wissenschaftssendungen. Er engagiert sich auch für die Weiterentwicklung des Wissenschaftsjournalismus sowie so im MIP-Labor der FU Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Wir danken, dass Sie da sind. Aha, da spielt die Musik. Danke. Dankeschön. Meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank. Vielen Dank an die Deutsche Physikalische Gesellschaft. Vielen Dank an den Vorstand der DPG.
Danke, Herr Bleier, für die wirklich beeindruckenden Worte. Ich wusste gar nicht, dass man so viel über mich sagen kann. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt, auch als ein Nichtmitglied der Deutschen Physikalischen Gesellschaft hier heute stehen zu dürfen. Ich bin Mitglied der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft. Aber wie Sie ja wissen, gibt es eine enge Verbindung zwischen der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Ich fange mal vor ein paar Jahrzehnten an. Heute vor 70 Jahren wurde der Deutsche Wetterdienst gegründet. Ein paar Jahre später, 1986, ein ganz wichtiges Jahr Ihrer Berufsgesellschaft und unserer meteorologischen Gesellschaft. Da haben wir nämlich zusammen ein paar Seiten veröffentlicht zum Stand des Klimawandels. Ich habe mir heute Nachmittag am Computer nochmal diese Originalseiten auf den Seiten der DPG im Internet durchgelesen und muss sagen, das könnte man heute 1:1 wieder veröffentlichen. Jedes Wort könnte ich dort unterschreiben. 1986 war das. 1986 war für mich persönlich auch ein ganz anderes wichtiges Jahr. Damals war ich in der 12. Klasse und meine Geografielehrerin, wir hatten natürlich auch so im Erdkundeunterricht mal 2 Wochen Wetter und Klimazonen, brachte eine Wetterkarte mit und brachte auf schwarz-weiß Fotopapier ein Satellitenfoto mit, weil sie befreundet war mit einem Meteorologen vom Meteorologischen Dienst der DDR in Potsdam. Und das hat mich gepackt, als ich dieses etwa so auf DIN A3 Größe, dieses schwarz-weiß Fotopapier sah von einem Satellitenfoto, wo nichts eingezeichnet war, keine Städte, wo kein Google Maps drunter lag, sondern wo man raten musste, was das für eine Küstenlinie war. Da war ich dahin und habe gesagt, okay, das könnte ich mir vorstellen, Meteorologie studieren. Dann habe ich mich erkundigt und habe gelernt, das ist Mathe und Physik. Zum Glück war ich da nicht schlecht. Also ich war ziemlich gut in Mathe und Physik. Und von daher schloss sich für mich der Kreis. Und ich war dann sehr stolz, als ich 1988 zum ersten Mal meine Experimentalphysik-Vorlesung in dem altehrwürdigen Hörsaal hinter dem Naturkundemuseum bei der Humboldt-Uni gehört habe, der Hörsaal, in dem schon Albert Einstein stand. Das begleitet einen, das nimmt man mit. Und die Freude darüber, die nehme ich auch mit. Wenn ich zum Beispiel heute gefragt werde, vor allem so von Abiturienten, / Abiturientinnen, wie kommt man denn ins Fernsehen? Dann schmunzle ich und sage, das ist ziemlich einfach. Ihr müsst nur 6,5 Jahre Mathe und Physik studieren. Demnächst kann ich dann noch sagen, und dann könnt ihr, wenn ihr gut seid, auch einen Preis gewinnen. Vielen Dank. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist guter Brauch, an dieser Stelle einen Festredner zu Wort kommen zu lassen, der ein aktuelles, gesellschaftlich relevantes und mit der Physik eng verbundenes Thema behandelt. Nun haben wir soeben Carsten Schwanke für sein vorbildliches Bemühen, Wissen und Verständnis über eines der zentralen Menschheitsprobleme, den Klimawandel zu vermitteln, mit unserer Medaille für naturwissenschaftliche Publizistik ausgezeichnet. Es lag also nahe, ihn zu bitten, diesen Festvortrag zu übernehmen. Sein Thema haben wir schon gehört, vom Wetter zum Klimawandel, Kommunikation in den Medien. Zur Kommunikation von Wissenschaft und Medien haben wir, es heute auch schon angeklungen, im Oktober einen interessanten Workshop durchgeführt, der versucht hat, gegenseitiges Verständnis für die jeweilige Arbeitsweise und Kommunikationsziele natürlich herauszuarbeiten. Wie können wir Wissenschaft der Öffentlichkeit verständlich machen? Dem, dass die zunehmend spezialisierte Wissenschaft nicht so einfach mal zu vermitteln ist, können wir natürlich nur zustimmen. Das ist uns allseits bewusst. Die Gesellschaft für Meteorologie hat deshalb, wie wir eben gerade gelernt haben, einen Fachausschuss für Klimakommunikation gegründet. Da liegen wir also mit dem Thema heute genau im Trend. Verstehen wir auch, was uns die Medien sagen wollen? Diese Seite haben wir noch wenig thematisiert. Ein markantes Beispiel dazu, muss ich das mal weglegen, sonst kann ich das nicht zeigen. Komm schon klar, danke. Ist das aktuelle Spiegelcover von dieser Woche. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, wer noch Spiegel liest. Das sieht so aus. Rom steht nach 1986 zum zweiten Mal in tosenden Fluten und drunter steht, rette sich, wer kann. Nun ist es so,
dass wir dieses Bild vielleicht falsch deuten. Ist das wirklich der Klimawandel, der da gemeint ist, wo doch der Kölner Dom 56 Meter hoch liegt? Oder soll das eher uns sagen, dass das unwürdige Verhalten der Menschen an einer neuen Sintflut schreit, die Kirche, die Arche Noah ist und Kardinal Wölki, der Auserwählte unter den Gerichten? Wenn wir mit den Klimaveränderungen muss sich ändern und damit auch die Kommunikation darüber. Und wie und was sich da ändern soll und kann und muss, das wird uns jetzt Carsten Schwanke in seinem Vortrag erläutern. Wir freuen uns darauf. Bitte schön. Vielen Dank. Vielen Dank auch, Herr Bleier, für diese interessante Interpretation des Spiegelcovers. Das muss ich nochmal sacken lassen. Ich glaube, so viel falsch haben die Kollegen gar nicht gemacht, wenn sie an solche Gedanken kommen. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt in meinem Vortrag etwas erzählen. Wir haben uns geeinigt auf diesen Titel vom Wetter zum Klimawandel, Kommunikation in den Medien. Wir müssen über Medien reden. Denn Medien sind das Transportmittel, wie wir Menschen erreichen, wie Sie auch, wenn Sie in der DPG nach außen treten an die Öffentlichkeit, wie Sie Menschen erreichen. Ich stehe gerade in einem Medium. Dieser Hörsaal ist ein Medium. Ich stehe hier, muss mir Gedanken machen, was erzähle ich Ihnen, wie erzähle ich Ihnen das, damit Sie mir zuhören, damit Sie etwas mitnehmen. Und das ist das A und O. Und ich merke immer wieder, dass sich ganz viele Menschen, die etwas in die Öffentlichkeit transportieren wollen, sich nicht wirklich Gedanken darüber machen. Wie kommt das da drüben an? Also zum Beispiel haben Sie ja vorhin in der Laudatio auch gesagt, wenn wir schöne Geschichten erzählen, Hauptsache, man weiß auch noch, wie morgen das Wetter wird. In meinen ersten Jahren bin ich verzweifelt, als ich dort stand und mir wirklich so als sportlichen Wettkampf jeden Tag große Mühe gegeben habe, versucht, den Wetterbericht für den morgigen Tag so genau wie möglich zu erzählen. Und ich bekomme Zuschriften ohne Ende über meine schlechte Kleidung. Ich war damals jung, ich war Ende der 20er Jahre und ich dachte, ich bin cool und muss keinen Anzug anziehen und so weiter. Und da habe ich gedacht, und ich habe mich geärgert darüber. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich nur Zuschriften über meine schlechte Kleidung bekomme. Ich möchte doch, dass die Menschen mir zuhören. Ich habe das Medium nicht verstanden. Wenn die Menschen kurz vor den Nachrichten einen Wetterbericht sehen, dann erwarten sie, dass dieses im Fernsehen so aussieht, wie die Nachrichten aussehen. Dass es also sozusagen Menschen dort stehen, die in dieses Medium passen. Ich habe dann irgendwann meinen ersten Anzug angezogen. Ich bekam immer noch schlechte Zuschriften, weil der Anzug zu groß war. Irgendwann habe ich es gelernt. Es war eine lange Lernkurve. Und ich habe dann, so wie heute, schmal sitzende Anzüge. Ich kaufe mir inzwischen übrigens fürs Fernsehen, weil Fernsehen macht dick. Ich kaufe mir sogar Anzüge, die zu klein sind. Also diesen Knopf, den müsste man ja normalerweise streng zumachen können. Das wird ein bisschen eng. Aber dann sieht der im Anzug im Fernsehen richtig aus. Ab dem Moment, wo ich natürlich mit professioneller Begleitung eng ansitzende, ordentliche Anzüge anhatte, bekam ich nur noch Zuschriften zu meinem Wetter. Das hat 10 Jahre gedauert. Ich hatte das begriffen, wie das funktioniert mit diesem blöden Fernsehen. Und man wird ja auch älter und ich fühlte mich dann auch wohl. Aber das zeigt, wie enorm wichtig es ist, dass wir uns mit den Medien auseinandersetzen, über die wir etwas transportieren wollen, über die wir kommunizieren wollen. Ansonsten funktioniert das nicht. Einer der Meister darin, Herr Ulrich, Sie haben vorhin gesagt, 90% der Kommunikation sind nonverbal. Einer der Meister auf diesem Gebiet, der sich genau um diese nonverbale Kommunikation gekümmert hat, das war Alfred Hitchcock. Das ist der Mörder von Psycho, sein Meisterwerk. Alfred Hitchcock hat die Mörder immer so gezeigt, dass wir nicht in beide Augen gucken können. Die Guten, da war das Gesicht immer aufgehellt. Die Mörder waren entweder nur seitlich zu sehen oder mit Schatten war zumindest ein Auge abgedeckt. Der Meister der nonverbalen Kommunikation. Man ahnte es, man wusste es vielleicht noch nicht, aber der hat sich wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht, wie eigentlich Film wirken muss. Gehen wir mal weiter. Kommen wir zum Fernsehen. So sieht das Bild aus der 20 Uhr Tagesschau. Und dieses Bild ist auch ganz bewusst genau so gebaut.
Die Tagesschausprecherin oder die Tagesschausprecher, die sitzen rechts. Die Überschriften und die Bilder sind links. Warum? Weil wir mit unseren Augen ein Bild von links nach rechts scannen. Das, was links im Bild ist, ist automatisch wichtiger. Und wenn wir die Tagesschau hören, das sind ja keine Moderatoren, das sind Sprecher, Sprecher und Sprecherinnen, dann ist es wichtig, dass wir die Überschrift sehen, dass wir die Bilder sehen, dass wir diesen Nachrichten folgen können. Wäre das umgekehrt, wir würden öfter abgelenkt werden von diesen Menschen. Wir wollen aber uns auf diese Nachricht konzentrieren. Die sind auch nur kurz, die dauern 30 bis maximal 60 Sekunden in der Tagesschau. Dann geht's weiter. Und das heißt, das ist ein ganz bewusstes Setting und zwar ganz bewusst auch anders als zwei Stunden später in den Tagesthemen. Ingo Zamperoni, Karin Mioska sind auch keine Sprecher, das sind Moderatoren. Journalistischer Background. Die sollen also auch Nachrichten einordnen. Die sollen Interviews führen. Die sollen auch eine journalistische Haltung haben. Die Sprecher sind wichtiger oder sind mindestens eben so wichtig wie die Meldung, aber sie rücken nach links und wir nehmen sie stärker wahr. Wir folgen denen stärker, was sie sagen. Wir hören den Menschen stärker zu und achten weniger auf das Bild. Und wir machen, wenn sie uns abends beim Wetter sehen, zum Beispiel in den Tagesthemen oder beim Wetter vor acht in der ARD, an dem einen Abend machen wir 10 verschiedene Sendungen für verschiedene dritte Programme bis hin eben ARD-Tagesthemen. Die Tagesthemensendung ist für uns auch die einzige Sendung, wo die Karte auf der Seite ist. Also wir stehen ja in einem grünen Studio, die meisten Karten sind hier und alle anderen Sendungen, die wir machen für die verschiedenen dritten Programme, für die ARD, da sind wir hier abgeschnitten. Dieser Bildausschnitt, der heißt übrigens amerikanische Einstellung. Warum? Kommt auch aus Hollywood, weil man hier noch die Pistole vom Halfter beim Western sehen konnte. Also hier wird eine amerikanische Einstellung. Und da ist es für uns relativ einfach. Also dann ist auch die Wetterkarte im Zentrum des Betrachters. Die ist viel wichtiger, weil sie links ist. Und ich kann die Deutschlandkarte ziemlich gut zeigen, weil hier ist Hamburg und da ist München, da ist Köln und hier ist Berlin. Die Tagesthemen sind eine echte Herausforderung für uns, weil München da ist. Ich habe noch nie die Zugspitze gezeigt. Ich glaube, das sieht ein bisschen doof aus. Zweiter Punkt, dass man sich also neben der Tatsache, dass ich mir bewusst mache, wie wirkt ein Medium, muss ich mir immer wieder die Frage stellen, ich habe nur 2 Minuten, maximal 3 Minuten, wie transportiere ich eine Geschichte, die auch noch schwer ist und wo es viele Wenns und Abers gibt, wo es viele Details gibt, die ich definitiv nicht rüber transportieren kann. Und das ist zum Beispiel ein Bild, was ich herausgenommen habe. Es gibt in den USA, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, eine Initiative, die heißt Climate Central, steht unter dem Bild unten links. Die bieten Journalisten kostenlos Grafiken. Jeden Tag hauen die Grafiken raus zum Thema Klimawandel. Leider meistens mit dem Fokus Vereinigte Staaten. Aber viele von dieser Grafiken können wir auch nehmen und die bieten sie in verschiedenen Farben, mit verschiedenen Hintergründen und da kann man sich bedienen. Das ist eine super Stiftung, die wirklich auch den Journalismus mit vielen Daten unterstützt. Dieses Bild, ich war ziemlich begeistert, aber ich habe schon gemerkt, als ich mir das angeschaut habe, dass ich selbst ein paar Minuten nachdenken musste, wie erzähle ich das eigentlich? Und eigentlich hätte ich an der Stelle schon dieses Bild wegschmeißen müssen, weil es kaum verständlich ist. Die Kurve geht nach unten. Die Kurve geht nach unten von 1980 bis 2020. Dargestellt sind die größten Naturkatastrophen in Nordamerika. Und zwar die Tage zwischen dem Aufeinandertreffen zweier großer Naturkatastrophen. Ich war schon begeistert, als ich diesen Link irgendwann raus hatte. Ach, na, das ist ja schon cool. Ja. Und man sieht zum Beispiel 1988 oder 89 ist eine Lücke. Da gab es keine einzige Naturkatastrophe in den USA mit einem Schaden von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Eine Billion-Dollar-Desaster. Also eigentlich eine tolle Kurve, die den Klimawandel zeigt. Auch eben die Zunahme oder die Verstärkung von Wetterereignissen. Aber eigentlich glaube ich im Nachhinein, dass wahrscheinlich nur 1% der Zuschauer das Ganze begriffen hat. Es gibt ja nicht nur Fernsehen als Medium und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch gerade in der heutigen Zeit. Aber diese Frage, was begreifen meine Zuschauer? Diese Frage habe ich mir immer wieder gestellt. Und es ist ganz wichtig, diese Frage kritisch zu stellen, weil ich ansonsten falsch kommuniziere.
Das ist eine Deutschlandkarte, Bundesländergrenzen. Das ist ein DIN A4-Blatt. Damit arbeiten wir tagtäglich. Also wenn ich zum Beispiel die Wettersymbole oder irgendwas aufzeichne für den Grafiker, der neben mir sitzt, nehme ich aus irgendeiner Schublade so eine Deutschlandkarte, mal einen Ort rein, schreibe hin 37 Grad, den Ortsnamen, gebe ihm das und sage ihm, mach das rot oder mach das blau oder sonst was. Also das sind Grafikvorlagen für uns. Ich habe irgendwann mal gedacht, wir stehen dort im Fernsehen und reden von im Westen, im Norden, im Süden, im Osten. Ich weiß, viele Menschen wissen dann nicht, wo das ist. Aber wie viele Menschen wissen eigentlich, welches Bundesland wo es ist? Ich dachte, dann mache ich mal eine Umfrage. Dann war ich im WDR in der Redaktion des, ich sage nicht, in einer größeren Redaktion und habe die Redakteure gefragt. Bin rumgegangen und sage, sag mir mal alle Bundesländer. Und bin von Tisch zu Tisch gegangen. Und diese Redakteure haben alle ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Von 30 Befragten haben 5, die im Journalismus arbeiten, die täglich sagen, in Rheinland-Pfalz, in Thüringen, in Sachsen, in Hamburg, in Bayern, 5 konnten mir das richtig erklären. Das sind ungefähr 17%. Da war ich auf einmal ganz ruhig und dachte, heiliger Bimbam. Wo muss ich eigentlich anfangen? Also es ist ganz klar, die aus dem Westen kommen, die scheitern bei Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Die aus dem Osten kommen, die scheitern bei Hessen und Rheinland-Pfalz, hauptsächlich. Ich war dann vor einigen Jahren beim Deutschen Geographentag, habe einen Vortrag gehalten. Und da dachte ich, ich nehme meinen Zettel mit. Und war vor meinem Vortrag in der Kaffeepause unterwegs und habe dem Geographen diesen Zettel hingehalten. Sagen Sie mal, auch nur 68%. Ich finde, das war katastrophal. Aber das ist die Realität. Und wenn ich das weiß, dann gehe ich damit anders um. Dann markiere ich, wenn ich dann vor der Deutschlandkarte stehe und mir geht es zum Beispiel um das Bundesland Hessen, dann sage ich dem Grafiker, mach mal eine rote Linie drum. Schreib den Ortsnamen richtig hin. Das ist enorm wichtig. Die Leute brauchen diese Orientierung. Ich mache das niemandem zum Vorwurf, aber das Wissen darum hilft mir, meine Geschichten besser zu erzählen. Spiegel, 1986. Das haben wir gerade gesagt, der liegt so hoch, der Dom. Aber allein, dass Sie dieses Cover heute mitgebracht haben, und zwar das aus diesem Jahr, das zeigt, dass 1986 diese Spiegeljournalisten alles richtig gemacht haben. Es war eines der meist gezeigten, eines der meist zitierten Spiegelhefte überhaupt. Also auf diese Idee zu kommen, diesen Kölner Dom da als weltweit bekanntes Bauwerk da einfach ins Wasser zu stellen. Wir als Naturwissenschaftler hätten hingeschrieben, Grönland 7 Meter, hätten so Striche gemacht, ne? Oder hätten uns da muss doch noch das rein und wenn nur die Westantarktis abschmilzt, dann kommen wir auch noch nicht, wenn die Ostantarktis auch, aber das dauert 1000 Jahre, müssen wir dann nicht noch die Jahreszahl dahinschreiben, wann es soweit ist? Und müssen wir nicht noch vielleicht sagen, bei einer Wahrscheinlichkeit von? Nein. Ein Bild, gerade auf dem Cover, soll ja die Leute ansprechen. Und letztlich soll es natürlich Leute ansprechen, dieses Heft zu kaufen. Aber es soll ja eine Botschaft vermitteln, ohne dass ich noch, ich habe dort keine 100 Zeilen. Ich kann dort nicht noch ewige Texte hinterschreiben. Ein Bild, eine Nachricht. So grandios dieses Bild 1986 war, so katastrophal finde ich aber dieses Bild aus diesem Jahr. Weil ich mir denke, haben die keine neuen Ideen? Denke ich Nummer eins. Und zum anderen denke ich, warum habe ich eigentlich vor 15 Jahren mein Abo beim Spiegel gekündigt, weil er irgendwie mehr klimaleugnerische Sachen geschrieben hat als alles andere? Also dazwischen die Zeit frage ich mich, lieber Spiegel, wenn ihr diese Überschrift schreibt, warum habt ihr denn dazwischen so viel Mist geschrieben? Also warum habt ihr eure Hausaufgaben nicht gemacht? Es ist diesmal eigentlich eher so ein Armutszeugnis, aber eben sie bedienen sich wieder ihres stärksten Covers, das sie in ihrer Geschichte, glaube ich, jemals gehabt haben. Ich habe mir übrigens irgendwo bei eBay vor 3 Jahren noch ein Originalheft von 1986 gekauft. Das steht bei mir zu Hause, weil ich dachte, das ist ein Unikat. Das gibt es so nicht nochmal. Aber kommen wir mal, gehen wir mal zu den Online-Medien. Das ist heute immer wichtiger, online, wie zum Beispiel Zeit online. Ich zeige deshalb Zeit online, weil die Zeit im Zuge der Corona-Pandemie für mich eigentlich
das Medium in Deutschland war, die am besten die Chance gesehen haben und mit Datenjournalismus gearbeitet haben. Ich weiß nicht, wie oft sie auch auf diesen Seiten Spiegel Online, Zeit Online oder so unterwegs ist, aber bei der Zeit, damals war es die erste Internetseite, da konnte ich jedes Land anklicken, jedes Bundesland, jede Stadt und ich konnte mir die Kurven anschauen, als man tagtäglich wissen wollte, wie entwickelt sich diese erste Welle, die zweite Welle, als man damals noch richtig dabei war. Die haben wirklich Datenjournalismus vom Feinsten gemacht. Das brauchen wir beim Klimawandel auch. Das gibt es in der Stärke noch nicht, das sehe ich noch nicht. Und das ist schade, denn uns liegen unglaublich viele Daten vor. Und die Zeit hat es uns beim Corona-Thema vorgemacht, wie man eigentlich mit Daten arbeiten kann, sodass ich, und gerade bei das Internet hat einen riesigen Vorteil, wenn mich etwas interessiert, kann ich mich 3 Stunden da vor meinen Computer setzen und kann mich in aller Ruhe durch alles durchklicken. Also eine Zeit, die ich bei keinem anderen Medium habe. Also nicht beim Radio, nicht beim Fernsehen, da rauscht alles durch. Beim Internet kann man das machen. Deshalb finde ich, ist das die große Chance, dass man dort eben auch in die Tiefe gehen kann. Und wenn man das Ganze gut aufbereitet, kommt man auf einmal dahin, woran, glaube ich, viele von Ihnen auch immer verzweifeln, dass die Medien, jetzt rede ich mal von Radio, von Fernsehen, so flach sind, dass sie nicht in die Tiefe gehen können, weil die Zeit nicht, weil nicht da ist, weil sie fehlt. Wenn Sie schon mal ein Interview gegeben haben einem Journalisten und sehen nachher das Produkt, werden Sie sehr sicher sehr enttäuscht sein, weil Sie sagen, oh, der hat ja mehr als die Hälfte dessen, was ich gesagt habe, was mir wichtig war, rausgeschnitten. Ja, weil der nur so wenig Zeit hat. Im Internet kann man das alles auswalzen. Deshalb sollten wir das noch intensiver nutzen. Aber wichtig ist und bleibt die Frage, welche Geschichte erzählen wir? Und darauf kommt es an. Übrigens, ich habe mal geguckt, was gibt es denn heute, so was Ähnliches, Datenjournalismus. Es gibt in den USA von NOAA, von diesem Nationalen Ozean- und Atmosphäreninstitut, gibt es eine Webseite, da kann man sich für jeden Ort in den USA, kann man ranzoomen und kann sich anschauen, wie im Zuge des Klimawandels, da gibt es links so einen Schieberegler, den kann man anfassen, und kann dann, das ist Miami, wie im Zuge des Klimawandels die einzelnen Straßen und Häuser absaufen. Also man kann, das ist links sind das Fuß, man kann auch sogar auf Meter umschwelten. Ich dachte, ich lasse es im Original. Aber das sind natürlich total interessante Tools, die man eigentlich noch deutlich stärker auch nutzen, ausbauen könnte. Sowas würde ich mir auch für Europa, für Deutschland wünschen. Das gibt es von einigen Städten, zum Beispiel in Köln am Rhein, da kann ich sowas im Internet auch gucken. Aber das geht in die Richtung. Wir müssen die Frage beantworten, was passiert denn im Zuge des Klimawandels? Was kommt da auf uns zu? Oder zum Beispiel, jetzt bin ich ja bei Climate Central, hier am Anfang mit diesem Billion-Dollar-Desaster. Die haben zum Beispiel auch eine Auswertung, wie sich über die letzten Jahre von 1979 bis 2021 das Potenzial für Gewitter verändert hat. Und zwar mit Hilfe einer Kenngröße, steht oben in dieser weißen Unterschrift, CAPE. CAPE ist eine Kennzahl für den Energiegehalt der Atmosphäre. Da fließt vor allem die Temperatur und die Feuchtigkeit ein. Und ich weiß, bei einem CAPE von über 1000 Joule pro Kilogramm Atmosphärenluftmasse, bei über 1000 Joule habe ich eine ziemlich gute Wahrscheinlichkeit, dass es Gewitter gibt. Und das Interessante ist, ich habe hier eine Karte und ich sehe je nach Jahreszeit, wie das Ganze zu- oder abnimmt. Also zum Beispiel ist es nicht so, dass im Zuge des Klimawandels in allen Regionen die Gewitterwahrscheinlichkeit steigt. Nee, es ist nicht so einfach. Wir sehen vor allem im Osten der USA und ganz vor allem jetzt im Frühling, dort nimmt die Gewitterwahrscheinlichkeit zu. Aber in der Mitte und im Westen nimmt sie zum Teil sogar ab. Also daraus lassen sich, wenn ich einmal die Daten habe, kann ich daraus unglaublich viele spannende Geschichten extrahieren. So, und nun komme ich zu der Frage, warum stehe ich da eigentlich noch? Also ich mache das nun seit 27 Jahren. Warum stehe ich in einer Zeit, in der selbst meine Oma ein Smartphone hat, warum stehe ich da und erzähle, wie morgen das Wetter wird? Wo jeder Mensch mindestens eine Wetter-App in seinem Handy hat. Und diese Wetter-Apps können natürlich etwas, was ich nicht kann. Die können für 10.000 Orte in Deutschland punktgenau das Wetter vorhersagen. Das kann ich in 2 Minuten nicht. Und über diese Frage, über diese für uns existenzielle Frage, haben wir uns viele Gedanken gemacht. Und letztlich kommt man zu der Antwort, oder ich bin zu der Antwort für mich gekommen, es gibt eigentlich 2 Gründe. Klar, irgendwie gehört dieser Wetterbericht dazu. Aber wir müssen da sein, wenn es Unwetter gibt. Ahrtal-Katastrophe letztes Jahr, die müssen wir live begleiten. Und auf der anderen Seite müssen wir diese Chance ergreifen und müssen die Frage beantworten, was da draußen ist Wetter und was ist Klimawandel.
Und auch ich hätte noch vor 20, 25 Jahren gesagt, streng wissenschaftlich müssen wir das natürlich trennen. Im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, das ist ja Bullshit. Denn klar, Klima, 30-jährige statistische Mittelwerte. Aber der Klimawandel wird ja nicht bei uns deshalb bemerkbar sein, weil irgendwelche Mittelwerte aus den Wolken herausfallen, sondern wir merken ihn über das tagtägliche Wetter. Und deshalb müssen wir uns um diese Frage kümmern. Und wenn ich sage Medien, auch dieser Raum, dieser Hörsaal ist ein Medium, weiß ich, in einen guten Hörsaal gehört ein Experiment. Und deshalb möchte ich mit Ihnen jetzt ein Experiment machen, um Ihnen zu zeigen, was aus meiner Sicht eines der Hauptprobleme bei der Klimakommunikation ist. Das hier ist ein sogenanntes Schleuderthermometer. Das habe ich mir persönlich anfertigen lassen. Es gibt in der Rhön, in der bayerischen Rhön, gibt es ein Dorf mit noch immer 3 Familienbetrieben, kleinen Manufakturen, die bauen per Hand mit einfachsten Maschinen meteorologische Messgeräte. Als ich einmal vor einer Drehreise stand, die mich im Januar in den Norden Kanadas führte, habe ich die ausfindig gemacht, die Jungs dort in der Rhön, habe gesagt, ich brauche ein Thermometer, was mindestens bis minus 50 Grad geht. Ja, können wir machen. Quecksilber, Alkohol. Ich sage, ja, Alkohol, Quecksilber ist mir zu gefährlich, so mit Fliegen und keine Ahnung, ob der die Sicherheit beim Flughafen blöd guckt. Und wie hoch soll es gehen? Ich sage, ah, bis plus 50 Grad. Vielleicht drehe ich ja auch mal in der Wüste. Das Tolle ist, es funktioniert ohne Strom, ohne Akku. Und warum schleudert man das? Bei einer guten Temperaturmessung muss das Thermometer belüftet sein. Also auch in diesen weißen Wetterhütten, die Sie so vielleicht mal auf dem Bild gesehen haben, wo die Thermometer drin sind, da gibt es einen kleinen elektronischen Ventilator, damit es eben keine staunende Hitze gibt, damit ein Luftstrom das Thermometer umströmt und sich eine möglichst genaue Temperaturmessung führen kann. So, und jetzt sind Sie gefragt. Was glauben Sie, wie warm, wie kalt ist es hier? 22. 19, 20. Wie viel? 20. 24. Ich brauche hier gar nichts zu messen. Gucken wir mal nach. Es sind 21,0 Grad. Was aber dieses kleine Experiment, diese kleine Umfrage gezeigt hat, dass wir, wenn wir die Temperatur schätzen sollen, geht es ziemlich weit auseinander, plus minus 2-3 Grad. Wir haben zwar temperaturempfindliche Nervenzellen auf unserer Haut. Wenn ich einen Wasserhahn aufdrehe, halte meine Hand darunter, weiß ich sehr wohl, ist das Wasser warm oder kalt. Aber wir haben nicht die Fähigkeit, eine Temperatur auf 1 Grad Genauigkeit zu schätzen. So, und jetzt gehen Sie mal raus und erklären den Leuten, was so schlimm sein soll an dieser Zahl. 1,09 Grad. Diese Zahl stand im letzten Weltklimabericht. Das ist der aktuelle Stand der globalen Erwärmung. Um 1,09 Grad sind weltweit im Mittel die Jahre 2000 bis 2020 wärmer als 1850 bis 1900. Sagen Sie doch mal den Leuten, was so schlimm daran sein soll, ob jetzt draußen heute in Bonn oder hier in Bad Honnef statt 15 Grad 16 Grad oder wegen mir 16,09 Grad gewesen wären. Kein Mensch da draußen versteht, warum wir diesen Affentanz vollführen, ob wir die Erwärmung bei 2 oder bei 1,5 Grad stoppen. Weil die Leute nicht verstehen, was der Unterschied ist zwischen einem langjährigen globalen Mittelwert und dem, was jetzt da draußen passiert. Und das große Problem ist, dass dieser Weltklimarat IPCC mal gegründet worden ist, um die Sprache der Wissenschaft zu übersetzen in eine Sprache der Allgemeinheit. Und was machen Sie? Sie arbeiten mit diesen blöden Mittelwerten, die kein Mensch versteht. Außer den Klimaforschern, die natürlich damit arbeiten müssen. Aber das versteht keiner darum. Und deshalb gucken uns alle groß an, wenn wir sagen, oh, 1,5 Grad wäre besser, 2 Grad geht gerade noch so. Wir müssen diese Zahl auseinanderpflücken und wir müssen sie übersetzen. Und das ist enorm wichtig. Und da hilft es zum Beispiel, sich allein mal, wir sind immer noch bei Mittelwerten, bei Jahresmittelwerten weltweit, sich die Temperaturkurve der letzten 2000 Jahre anzuschauen. Und dann wird sehr schnell klar, dass das, was wir da rechts sehen, dass das irgendwie anders aussieht als diese natürliche Variabilität, die wir links sehen. Und wenn wir das Ganze schrumpfen, und ein paar gucken mal nach vorne bis zum Ende dieses Jahrhunderts, dann wird das eine 2000 Jahre, das andere 200 Jahre. Diese 2,7 Grad sind ja die beste Schätzung, die wir zurzeit haben. Wenn alle Länder sich an ihre nationalen Klimaschutzpläne halten würden, würden wir bei 2,7 Grad landen. Aber kein einziges Land der Welt hält sich bis jetzt daran. Das ist also immer noch eine optimistischere Schätzung. Auf jeden Fall sieht man hier das Hauptproblem dieses Klimawandels. Es wäre doch scheißegal, wenn wir in Deutschland eine Jahresmitteltemperatur
hätten, die 5 oder 10 Grad höher ist als das, was wir heute haben. Komma, wenn es immer schon so wäre oder zumindest über Jahrzehntausende, dann hätten wir damit kein Problem. Dann hätten wir draußen einen botanischen Urwald, einen tropischen Regenwald, wir hätten Palmen, dann hätte sich die Vegetation daran angepasst. Das ganz Wichtige, und das muss man immer wieder sagen, es ist das Tempo der Veränderung, bei dem kommt eben unsere Natur da draußen und wir Menschen mit großer Wahrscheinlichkeit auch nur mit großer Mühe mit. Wir müssen weiter auf die Zahlen schauen. Hier zum Beispiel Temperaturentwicklung von Deutschland vom Sommerhalbjahr April bis Oktober, von 1881 bis 2017. Wenn Sie mich 2017 gefragt hätten, hätte ich gesagt, wir leben hier schon noch in Mitteleuropa auf einer Insel der Glückseligen. Bei uns, wir haben das ganze Jahr mehr oder weniger gleichmäßig verteilte Niederschläge. Es wird erstmal ein bisschen wärmer und die Klimamodelle haben uns auch gezeigt, bis es hier große Verwerfungen gibt, brauchen wir wahrscheinlich eine weltweite gemittelte Erwärmung um etwa 3 Grad. Und dann kam rechts der Balken, dann kam 2018. 6 Monate Hochdruckwetter. Die gesamte Zirkulation auf der Erdhalbkugel stand still bei nur 1 Grad. Globaler, weltweiter Erwärmung. 2019 war wieder eher im normalen Bereich, hat uns dafür, das sind die Höchsttemperaturen in Deutschland vom 25. Juli 2019, sämtliche Temperaturrekorde gebrochen. Wenn man sowas erzählt, kommt immer sehr schnell, ja, gab es ja früher auch schon, mein Opa. Mhm. Wir gehen davon aus, dass wir seit dem Ende der letzten Eiszeit bis ins letzte Jahrhundert hinein niemals 40 Grad nördlich der Alpen hatten. Wir liegen zum einen sehr weit nördlich, zum anderen gibt es die Alpen als Riegel. Und 40 Grad, wir haben ziemlich gutes Wissen von dem Klima in Mitteleuropa durch Seesedimente, durch Baumringe. 40 Grad gab es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht bis 1983. 40,2 in Germersdorf in Bayern. Dann folgte 2003 mit Weilerswist und Mörwinch, hat die 40-Grad-Marke zum ersten Mal in NRW den 50. Breitengrad nach Norden überschritten. Dann kam 2015 und dann 2019. Die Einschläge kommen mehr und die Ausreißer werden größer. Wir gehen heute davon aus, dass wir 45 Grad innerhalb der nächsten 30 Jahre bekommen. Darauf ist hier niemand eingerichtet. Und das müssen wir sagen. Das sieht man auch nicht, wenn man nur an 1,09 Grad Erwärmung denkt. Ich habe mal die Daten, Sie merken, die Geschichten stecken in den Daten und wir haben Daten ohne Ende. Ich habe mir mal die Daten angeschaut für Düsseldorf, mir die höchsten Temperaturen von Düsseldorf rausgenommen über die letzten 60 Jahre und nochmal, globale Erwärmung über die letzten 60 Jahre 0,8 Grad von 1960 bis heute. Die Höchsttemperaturen in Düsseldorf sind im gleichen Zeitraum um etwa 4,5 Grad gestiegen. Wir hatten in den 60er Jahren bis in die 70er Jahre hinein noch Jahre, ja, der heißeste Tag des Jahres bei unter 30 Grad. Heute unvorstellbar. Wir sind heute irgendwo bei 36 Rausreißer Richtung 40. Und das ist ganz egal, ob das jetzt Düsseldorf oder andere Orte, es gibt sogar Orte, die haben noch deutlich mehr. Am meisten habe ich habe viele Orte schon ausgewertet, Münster, 6,5 Grad. Diese Kurven, das ist ja fast linear. Das können wir ja nach vorne vorzeichnen. In 60 Jahren haben wir in Deutschland Hitzewellen im Bereich von 41, 42 mit Ausreißern Richtung 45, 46 Grad. Das kommt auf uns zu. Und das steckt eben nicht drin in diesen 30-jährigen statistischen Mittelwerten. Liebe Physikerinnen und Physiker, normalerweise sage ich an der Stelle, wenn ich so einen Vortrag halte, ich hoffe, Sie haben gut in Physik in der Schule aufgepasst. Dann wissen Sie ja, es gibt kein Perpetuum mobile, also ne, Energie kann nirgends aus dem Nichts entstehen und auch nirgends in nichts verschwinden. Aber lassen Sie uns doch mal ein kleines Küchenexperiment anschauen. Ich stecke hier unten in die Herdplatte elektrische Energie rein und die wird umgewandelt in Wärmeenergie. Wenn ich mein Wasser, 1 Liter Wasser, um 1 Grad erwärmen möchte, dann gucke ich die ältere Generation an. Ich sage, früher war das viel schöner. Das war 1 Kilokalorie. 4,1 Kilojoule brauche ich dafür. Wenn ich meinen Kochtopf anlasse oder den Herd anlasse und lasse das ganze Wasser verdunsten, dann wissen wir schon mal, das dauert ganz schön lange. Aber was ist jetzt eigentlich, wenn dieses Wasser weg ist? Wenn mein Kochtopf leer ist? Energie ist ja nicht weg. Wo ist die dann? Also zum einen erzähle ich den Leuten, wir brauchen mehr als 500 Mal so viel Energie, wenn wir Wasser verdunsten lassen wollen und diese Energie steckt im Wasserdampf. Um dann hinterherzuschieben, das, was ihr da seht, ist bitte sehr kein Wasserdampf. Wasserdampf ist ein nicht sichtbares Gas. Und dann erzähle ich den Leuten, wenn ihr euren Kindern eine Wolke zeigen wollt, zack, Wolke.
der Wasserdampf, dieses nicht sichtbare Gas, gab es ja nur im obersten 2-3 Millimetern oberhalb von der kochenden Wasseroberfläche. Dann kühlte sich das Gas ab auf 99,9, 99,8, kondensiert wieder. Und in dem Moment hat die nächste Energieumwandlung, diese unglaublich riesige Energie von 2260 Kilojoule, wird schlagartig freigegeben in Form von Wärme- und Bewegungsenergie. Deshalb steigt meine Wolke in der Küche auch nach oben auf. Warum erzähle ich das? Weil im Zuge des Klimawandels höhere Temperaturen, es verdunstet mehr Wasser aus den Ozeanen, wir bekommen mehr Energie in die Atmosphäre. Dieses Bild ist immer sehr schön, wenn man vor Schulklassen spricht. Deshalb werden zum Beispiel Gewitterwolken größer und Hagelkörner werden dicker. Das sind die größten Hagelkörner, die jemals gefunden, von einem bekloppten Menschen auch eingesammelt, in die Tiefkühltruhe gepackt worden sind und dann hinterher vermessen worden sind. Dieses Bild macht aber nur dann Sinn, wenn man sagt, dass das kein Zentimetermaßband ist, sondern ein Zollmaßband, 20 Zentimeter. Und dann kann man schön weitere Geschichten spinnen. Ne? Da kann man nämlich, Sie merken, ich bin auf einmal bei spannenden Wow-Geschichten und ich bin trotzdem beim Klimawandel. Aber ich erzähle, was für Aufwinde es da gibt in diesen Wolken und so fort. Und das kann man, da kann man den ganzen Abend von füllen, allein über das Innenleben einer Gewitterwolke. Aber gucken wir mal weiter. Mehr Energie in der Atmosphäre. Das hier ist ein Satellitenbild, Mitteleuropa, Deutschland, vom Abend der Ahrtal-Katastrophe, 14. Juli 2021. Links am Bildrand. Dort, also im Westen, da werden die Wolken noch. Das Tiefdruckgebiet lag mit seinem Zentrum in der Mitte Deutschlands und die Wolken werden im Gegensatz zum Uhrzeigersinn um das Tiefdruckzentrum herumgedrückt und diese Wolken werden an dem Abend immer noch ausgequetscht in der Eifel. Und das Ergebnis aus meteorologischer Sicht sah so aus, das sind die Regensummen. Da, wo es violett-pinkfarben ist, gab es mehr als 100 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Ich habe mal angedeutet, wo Düsseldorf, Köln und wo eben die Ahr sich befindet. Aus meteorologischer Sicht waren wir bis dahin ganz zufrieden, weil uns die Wettermodelle 3 Tage lang das so ziemlich gut gezeigt haben. Die Wettermodelle haben Probleme mit kleinräumigen Gewittern, aber mit so einem, wir nennen das langsam ziehendes Tief Mitteleuropa. Mit einem langsam ziehenden Tief Mitteleuropa, das haben sie ganz gut im Griff. Und wir konnten 2-3 Tage lang diese Region ganz gut warnen, dass es dort eine Menge Regen geben wird. Aber schauen Sie sich mal zum Beispiel an, in Düsseldorf und Köln hat es deutlich mehr Regen gegeben als am Unterlauf der A. Dort war es eigentlich fast nur ein normaler Regentag. Und was uns dann auch genauso wie alle anderen sprachlos hat werden lassen, das waren dann diese Bilder von den Fluten. Das ist der Pegel von alten A. Sie sehen schon normalerweise 75 bis 80 Zentimeter. Am 14.07. schoss er rauf auf 6 Meter und hier unten steht links Pegel ausgefallen. Ich habe an dem Tag gearbeitet, habe abends in den Tagesthemen dieses Bild gezeigt. Der Pegel ist etwa gegen 20 Uhr ausgefallen. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob der Strom ausgefallen ist oder ob dieses Pegelhäuschen zerstört worden ist. Im Nachhinein weiß ich, der Strom war schon seit Stunden weg. Die hätte auch keiner mehr Fernsehen gucken können. Und das Pegelhäuschen war auch ebenfalls zerstört. Und wir wissen ja im Nachhinein, diese Kurve hätte bei 10,20 Meter aufgehört. Also da sitzt man dort, man sieht diese Bilder von diesen unglaublichen Fluten und fragt sich, wie kann das eigentlich zustande kommen bei diesen Regenmengen? Die sind doch, das sind starke Regenmengen. Da merken wir also, es spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, die wir als Meteorologen in dem Moment nicht abrufen können. Also zum Beispiel die geologischen Besonderheiten des Ahrtals. Dann das Aufnahmevermögen der verschiedenen Bodenarten, der Wälder, der Felder, was Feuchtigkeit angeht, weiß ich in dem Moment. Wir sind Leute, die gucken in die Luft, also jetzt mal böse gesagt. Nein, ich habe mich intensiv damit beschäftigt, weil ich diese Fragen beantwortet haben wollte. Wie konnte es zu diesen enormen Fluten kommen? Und die Fragen sind noch längst nicht alle beantwortet. Ein Teil der Antwort lautet aber zum Beispiel, dass die Wälder aufgrund der Trockenheit 2018, 19, 20 zum Großteil kaputt waren. Die Fichtenwälder im Sauerland in der Eifel wurden im letzten Winter alle abgeholzt. Ein gesunder Wald, hat mir hinterher ein Hydrologe gesagt, ein gesunder Wald speichert 90% des Regens. Ein kranker Wald, diese Wälder haben nichts mehr gespeichert. Also auch so, der hat mir gesagt, damit er diese Flutwelle nachrechnen konnte in seinem Modell, musste er in seinen Computer 40% mehr Regen reingeben, als wirklich gefallen sind, um auf diese enormen Flutwellen zu kommen. Das zeigt, dass wir hier noch immer ein großes Unverständnis haben. Das zeigt aber vor allem, dass nicht nur Meteorologen, Physiker, sondern viele, die an diesem Thema arbeiten, zusammenarbeiten müssen.
Ich springe mal nach vorn, hier an der Wupper, Tegel-Hückeswagen, auch ausgefallen. Und ich zeige Ihnen dieses Bild, um auf etwas anderes hinzuweisen. Verdammte Hacke, wir leben in Deutschland im Jahr 2022, damals 2021. Es kann doch nicht sein, dass wir nicht vorbereitet sind auf solche Extremereignisse. Es kann doch nicht sein, dass wir uns erlauben, in dieser hochindustrialisierten, reichen Gesellschaft mit dieser teuren Infrastruktur, dass ich an dem Tag erstens keine Daten mehr habe, dann kann ich auch keinen Menschen mehr warnen und zweitens weiß ich gar nicht mehr, wie ich die Menschen warnen würde, aber das sind doch Punkte, die wir angehen müssen. Das möchte ich bitte nicht noch einmal erleben, dass wir keine Pegelmessdaten haben. Ich war vor 2 Wochen im Ahrtal in der Nähe von Altenahr und habe mir die neue Pegelmessstelle angeschaut und ich dachte, ich könnte kriegen Schreikrampf. Da ist eine Brücke, es waren ja alle Brücken weggerissen. Da ist eine Brücke neu gebaut worden und an Brückengeländer steht so ein kleines Gerät dran, das misst mit Ultraschall runter den Abstand zur Wasseroberfläche und das ist die neue Pegelmessstelle. Wir werden wieder ein Unwetter erleben, wo auch diese Brücke weggerissen wird und wo ich dann wieder keine Pegeldaten habe. Und von Altenahr, von dieser Brücke bis Bad Neuenahr-Ahrweiler hätten wir genug Zeit, um alle Menschen da rauszuholen. Also lassen Sie uns hingucken. Aber wir machen ja die Augen zu. Weil warum? Weil auch wir nicht richtig verstehen, wie wir mit langjährigen statistischen Mittelwerten umgehen müssen. Das ist eine Seite aus dem Statusbericht dieses Hochwasserereignisses des Wupperverbandes. Und da habe ich doch allen Ernstes diesen Satz gelesen. Ein solches Niederschlagsereignis, und zwar Einordnung nach dem Starkregenatlas des Deutschen Wetterdienstes, ein solches Niederschlagsereignis tritt statistisch nur seltener als einmal in 1000 Jahren auf. Diese Jährlichkeiten, die müssen wir in die Tonne treten. Ich kann doch nicht in einem Zeitalter, in dem wir einen Klimawandel erleben, Sie haben meine Kurve vom Anfang, diesen Anstieg gesehen. Ich kann nicht in einem solchen Zeitalter mit solchen Jährlichkeiten arbeiten. Das kann ich machen, wenn sich diese Welt nicht ändert. Dann kann ich das Ereignis nehmen und zurückschauen und sagen, ungefähr alle 1000 Jahre. Es gibt eine ganz wichtige Hochwassermarke, Kenngröße in Deutschland. Für alle Menschen, die an Flüssen wohnen, die wissen das. HQ100 ist das 100, statistisch 100-jährige Hochwasser. Diese Größe ist deshalb so wichtig, weil daraufhin werden die Gelder bewilligt für den Hochwasserschutz. Auf das HQ100 wird der Hochwasserschutz ausgerichtet. Wenn ich einem Landrat, wenn ich einer Bürgermeisterin dieses HQ100 sage, dann wissen die, und die sind nicht doof, die wissen, es kommt nicht erst in 100 Jahren das nächste Jahrhundert Hochwasser. Die haben ein bisschen von Statistik inzwischen auch begriffen und sagen, ja, es kommt vielleicht in 50 Jahren. Es kommt vielleicht in 60 Jahren, vielleicht auch erst in 120 Jahren. Aber die halten sich daran fest. Wissen Sie, wann es das letzte HQ100 im Ahrtal gab? Vor 5 Jahren. Wir müssen diese ganzen Begriffe komplett in die Tonne treten. So kommen wir nicht weiter. Und dass der Deutsche Wetterdienst dieses Ereignis als selten als einmal in 1000 Jahren, ich habe auch schon andere Zahlen gehört, 400-jähriges Ereignis. Das ist doch Blödsinn. Ich habe ja vorhin Ihnen gesagt, diese Wetterlage, langsam ziehendes Tief Mitteleuropa. Wissen Sie, wann wir das letzte langsam ziehende Tief Mitteleuropa hatten? Vor dieser Ahrtal-Katastrophe? 14 Tage vorher. Da gab es die gleiche Wetterlage im Nordosten Brandenburgs, in der Uckermark. Und auf einer Fläche so groß wie die Eifel fiel sogar doppelt so viel Regen. 300 Liter pro Quadratmeter. Ging nicht durch die Presse, weil es glücklicherweise keine Todesopfer gab. Sandböden, flaches Land. Wir haben ein wahnsinniges Glück gehabt, dass dieses Böde tief nicht Richtung Mittelgebirge gezogen ist. Aber die Atmosphäre ist schon bereit. Um den Kreis zu schließen, 1,09 Grad. Wir sind noch nicht bei 1,5 Grad. Wir sind noch längst noch nicht bei 2 Grad. Das sind die Anfänge. Und wenn wir uns wirklich darauf vorbereiten wollen, dann müssen wir den Entscheidungsträgern die Augen öffnen. Sie genauso wie ich und andere, die sich mit solchen statistischen Mittelwerten auskennen, müssen sagen, vergesst es. Nehmen Sie das Schlimmste, was Sie erlebt haben, packen Sie 2 Meter oben drauf, dann sind Sie vielleicht etwas sicherer. Aber orientieren Sie sich nicht an diesen HQ100. So, habe mich aufgeregt. Ich komme zurück zu den Medien. Ganz wichtig, am Ende mit einer guten Geschichte aufhören. Sonst sind die Leute traurig. Und ganz ehrlich, meine Überzeugung, wenn wir nur den Teufel an die Wand malen, kommen wir doch nicht weiter. Die Leute ziehen sich zurück in ihr Schneckenhaus. Und wir haben nichts gewonnen. Wir brauchen Leute, die mitgehen, die sagen, ja, wird zwar anstrengend, wird teuer, wir müssen diesen Weg gehen. Und deshalb brauche ich Leute, die zuhören, Leute, die dabei sind. Und deshalb müssen wir eben auch Lösungswege aufzeigen. So, ich rede zurück, ich wollte nach vorne gehen.
Das sind Luftaufnahmen von Berlin. Dieser Doppelpfeil zeigt nach oben in Richtung Prenzlauer Berg und nach unten in den Volkspark Friedrichshain. Es gab eine Untersuchung des Deutschen Wetterdienstes, wie sich am Ende eines heißen Tages, also mit mehr als 30 Grad, in unseren Städten die Luft abkühlt. Und zwar mit dem Unterschied dicht bebaute Straße mit viel Stein und Beton oder Parklandschaft. Auf einer Entfernung von Luftlinie von nur 200 Metern kühlt sich die Luft in dem Park um bis zu 10 Grad ab. Das ist eine ganz tolle Nachricht, weil sie öffnet die Tür hin zu einem Zeichen, wie wir unsere Städte an diesen Klimawandel anpassen können und anpassen sollten. Wir brauchen mehr von diesem Stadtgrün. Und da lässt sich diese schöne Geschichte erzählen. Warum ist das eigentlich so, dass es im Park so viel kälter ist? Und dann sage ich immer, ihr kennt doch alle dieses Gefühl, wenn ihr im Sommer in den Badesee springt und kommt wieder raus und ihr fangt schlagartig an zu frieren. Ihr bekommt eine Gänsehaut. Warum? Weil eure Haut benetzt ist von vielen kleinen Wassertropfen. Und diese Wassertropfen fangen an zu verdunsten. Das nimmt man die aber nicht einfach so. Siehe Kochtopf, die brauchen Energie. Und diese Energie, diese Verdunstungswärme entziehen sie unserem Körper. Und deshalb wird es auf unserer Haut kälter. Und erst wenn der letzte doofe Wassertropfen verdunstet ist, wird uns schlagartig wieder wärmer. Und wir haben das Gefühl, ach, ich könnte wieder baden gehen. Mit dieser schönen Sommergeschichte sage ich, und was hat diese Geschichte mit dem Wald oder besser gesagt mit dem Park zu tun? Die Bäume machen es genauso. Die saugen mit ihren Wurzeln Wasser aus dem Erdreich nach oben, verdunsten dieses Wasser über ihre Blätter und brauchen dafür Energie. Und diese Energie entziehen sie ihrer Umgebungsluft. Und deshalb kühlen sie ihre Umgebung. Und deshalb sind sie so wahnsinnig wichtig für unsere Städte und für die Anpassung an das, was da noch kommt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Ja, man hört es, alle begeistert von diesem wunderbaren Vortrag. Herzlichen Dank, Herr Schwanke. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen und vielleicht kann ich eins noch sagen, bei den Geografen kriegt man wirklich bemerkenswerte Antworten, wenn man die fragt, warum die nicht wissen, wo die Landesgrenzen zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind. Die sagen, ich bin Geograf und nicht Briefträger. Oh, das ist mir... Aber meine erste Frage ist, Sie haben ja begonnen mit den 1,09 Grad und dass man das natürlich schwer vermitteln kann. Ich wundere mich manchmal, warum das mit unserer Körpertemperatur nicht als Vergleich herangezogen wird. Denn wir wissen sehr wohl, dass 2 Grad ganz wichtig sind. Also wenn ich 37 Grad messe, dann geht es mir noch gut. Mit 39 liege ich im Bett und mir geht es gar nicht mehr gut. Und das sind ganze 2 Grad. Also eigentlich müsste man doch den Begriff dieser quasi Systemtemperatur den Leuten an diesem Beispiel schon ein bisschen klar machen können. Ja, ich befürchte, ich verstehe, was Sie meinen. Aber das, worüber wir reden, spielt sich ja nun mal da draußen ab. Das ist ja nun keine Körpertemperatur und die werden mir sagen, naja, dieser Körper da draußen, der kann minus 10 Grad im Winter und plus 35 Grad oder plus 37 Grad im Sommer. Also der kann ja ganz andere Temperaturen. Da gibt's ja auch immer, es gibt ja auch in anderen Regionen Menschen, die dort leben. Da ist es ja viel heißer. Und deshalb habe ich ja vorhin auch gesagt, es ist ziemlich egal, wenn es hier bei uns in Deutschland etliche Grad wärmer wäre, wenn es immer schon so wäre. Und deshalb diese Vermittlung, das Besondere dieses Klimawandels ist halt wirklich das Tempo und das zu vermitteln. Aber ich bin dankbar für immer neue Bilder, weil wir haben ja anscheinend offensichtlich noch nicht die wirklich guten Bilder gefunden. Weil 1986 hat die Deutsche Physikalische Gesellschaft zusammen mit der Meteorologischen Gesellschaft das Papier veröffentlicht. Und wir wissen das ja seit Jahrzehnten. Und das ist eigentlich auch so eine der großen Fragen, die mich umtreibt. Wie vermittelt man das richtig? Das ist nicht trivial. Ja, da ist gleich meine nächste Frage, schließt da an. Reicht es wirklich, das zu vermitteln? Erreichen wir die Menschen bei allem Bemühen oder muss doch erst der Klimawandel bei ihnen direkt ankommen? Muss erst wirklich wie in diesem Sommer der Rollrasen endgültig vertrocknen?
damit die Leute das einsehen, oh ja, das wird jetzt ernst. Wenn ich auf die Corona-Krise schaue und ich sehe, dass es ja dort bei der, als diese erste Welle kam, dass also unser Land Sachen angestoßen hat, die wir nie zu träumen gewagt hätten, dass also wir so komplett das Land runterfahren, dann muss ich sagen, ich meine, warum haben wir es gemacht? Weil wir nicht wussten, was kommt da wirklich auf uns zu. Wir haben die Bilder von den Toten in Bergamo vor Augen gehabt und angesichts der Toten in Bergamo haben wir reagiert. Und ich glaube, damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, hat das auch ein Großteil der Bevölkerung getragen, dass wir genau so reagieren. Und das ist eben das Problem. Das ist das Gleiche, der Vergleich mit dem Raucher. Ne? Also warum raucht der Raucher wohl wissend, dass er irgendwie dann früher ablebt? Ja, das ist zu weit weg. Es ist zu weit weg. Und der Kick bei der Zigarette für den Raucher in dem Moment anscheinend wichtiger als das Nachdenken darüber, was in einigen Jahrzehnten passiert. Und genauso ist mir eben mein Leben heute, und man muss es ja auch mal, ich nehme die Leute sehr ernst, das sind ja, die haben sich das erarbeitet. Ne? Die haben irgendwie den ganzen, die haben von früh bis spät gearbeitet, haben sich irgendwie ihre Wohnungen eingerichtet, schaffen es ein, zweimal in den Urlaub zu fahren. Das sind Errungenschaften und die haben panische Angst davor, dass ihnen diese Errungenschaften weggenommen werden. Und das ist, es ist in der Tat schwierig, nur über ein theoretisches Gedankenkonstrukt über etwas, was in der Zukunft passieren wird, da ranzukommen und sozusagen dort den Hebel. Wir sehen es ja, es gibt immer mehr Leute, die sagen, wenn wir Umfragen in Deutschland sehen, sagen eine Großzahl der Menschen sagt, das ist ein riesiges Thema. Aber wir kommen ja dann trotzdem nicht vom Fleck. Und dazwischen gibt es einen Gap, den wir schließen müssen. Nochmal ganz konkret zu Ihrer Firma MedioCloud. Sie sagten ja, es gibt noch großes Potenzial, gerade diese Unwettervorhersagen zu verbessern. Was machen Sie da anders als andere? Die Daten müssten ja die gleichen sein. Die Daten sind die gleichen. Also nur mal um zwei Sachen. Wir arbeiten gerade mit Radarbildern. Also den Radarbildern, die der Deutsche Wetterdienst auch kostenlos zur Verfügung gibt, kann sich jeder runterladen. Und wenn man sich die DWD-Warn-App anschaut, gibt es dort sogar eine Radarprognose. Also man nimmt die Radarbilder, wackeln irgendwie durch Deutschland bis zu dem Punkt jetzt. Und dann kann ich auf meinem Handy, wenn ich die DWD-Warnwetter-App nehme, kann ich nach vorne schauen. Dann gibt es eine Radarprognose für die nächsten 2 Stunden. Was wird da gemacht? Da wird das Bild vom Jetzt-Zeitpunkt genommen und es wird das Windprofil dazugepackt und die Regenechos von den Gewitterwolken, die ich jetzt habe, die wandern dann mit dem entsprechenden Wind für die nächsten 2 Stunden, man kann es relativ leicht ausrechnen, in eine Richtung. Das gesamte Bild ändert sich aber nicht mehr. Und wenn ich mir das davor anschaue, Gewitterwolken ändern sich minütlich. Manche explodieren, andere verschwinden. Das ist ein ständiges neues Wabern. Hier wollen wir ansetzen und sagen, wir füttern unseren Computer mit alten Radarbildern. Mit ML-Methoden soll der lernen, welche dieser Zellen verstärken sich, welche verstärken sich nicht, sodass wir eine bessere Prognose bekommen. Und Punkt Nummer 2, es gibt Radarsummen von der letzten Stunde. Also wir haben ja nur eine begrenzte Zahl von Wetterstationen, aber es gibt eine Radarsumme, die zeigt mir aus diesem flächigen Radarnetz, zeigt sie mir, wie viel Regen ist in der letzten Stunde gefallen. Dieses Bild kriege ich aber frühestens 50 Minuten später, nach dem Ende dieser Stunde. Wir rechnen mit anderen Methoden, wir rechnen schneller und sind jetzt bei einem Zeitpunkt von 2 bis 4 Minuten nach diesem Zeitpunkt und arbeiten gerade daran, dass wir zusammen mit einer bayerischen Ingenieursfirma Abflussmodelle bauen, sodass wir Kommunen, sodass wir Landkreisen schneller sagen können, die Straße wird überflutet, dort kann was passieren. Also das ist so eine Idee, wie wir da vorgehen. Ja, da schließt sich gleich die nächste Frage an, ob da nicht ein bisschen ein Paradigmenwechsel eintritt. Wir sind ja sehr für Klimaschutz und diese Erwärmung muss verhindert werden. Und jetzt, wir kennen alle die Probleme, dass das im Moment natürlich gerade nicht gelingt, wenn die Kohlekraftwerke weiterlaufen. Aber andererseits wird der Schutz vor solchen Unwettern immer wichtiger. Also das Traurige an diesem Spiegelcover war ja eigentlich eher der Artikel, der dann darauf folgte. Das wirklich mühselige Bemühen da einiger Dezernentinnen, da irgendwelche Überflutungsflächen freizugeben. Aber vor allem dieser 14 Milliarden Topf, der da für das Ahrtal jetzt zum Wiederaufbau bereitgestellt wurde, unter der Bedingung,
Hoffnung, dass alles wieder so hingestellt wird, wie es mal war. Sonst kriegen sie nichts aus dem Topf. Das kann nicht sein. Also, aber müssen wir uns, also Sie hören ja viel die Argumente, wir schaffen das mit dem Jetstream da oben ohnehin nicht mit dem Klimawandel jetzt, dann müssen wir uns halt gegen Hochwasser schützen. Also wie kriegen Sie diese Balance denn in Ihrer Kommunikation hin? Also zum einen, indem ich mich auch hinstelle, auch wenn ich Vorträge halte, auch zum Beispiel vor Menschen, die politische Entscheidungsträger sind, dass ich sage, wer war das? Wer hat eigentlich beschlossen, dass man im Ahrtal nur dann Bundesfördermittel bekommt, wenn man sein Haus an der gleichen Stelle wieder aufbaut? Komplettes Unverständnis. Ich erhebe meine Stimme, aber wir müssen insgesamt, und das ist auch so ein Punkt, neben der Frage der Kommunikation, müssen wir uns, aber vielleicht ist es auch ein Teil der Kommunikation, wir müssen uns klar werden darüber, dass wir diesem Klimawandel, der in diesem Tempo abläuft, dass wir diesem Klimawandel in genau dem Tempo etwas entgegenhalten müssen. Das heißt also, wenn wir Sachen umsetzen, müssen wir es schneller machen. Wir wissen ja, dass es eigentlich alle Antworten darauf gibt. Wir wissen, wie wir die Energie anders erzeugen können. Wir wissen, wie wir den Verkehrssektor anders aufbauen können. Aber das lässt einen ja auch wieder verzweifeln. Ich wollte doch eigentlich mit einer guten Geschichte enden. Das ist jetzt schon wieder komplett in die Hose gegangen. Ja, stelle ich einem einfach noch eine Frage. Und zwar, wie sieht es denn mit den Langzeitwetterprognosen aus? Eigentlich ist es so, so einen Abend beendet man natürlich um diese Jahreszeit mit der Frage, Herr Schwanke, wie wird denn der Winter? Wie wird der Winter? Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Geschichte wäre, oder? Sie kriegen eine Chance. Es gibt ja saisonale Vorhersagen, das ist Grundlagenforschung auch vom Deutschen Wetterdienst, die haben in den letzten Jahren nie gestimmt. Man muss ja irgendwo anfangen. Und es gibt zum Beispiel vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage auch 46 Tagesprognosen. Die haben wir uns auch schon sehr genau angeschaut, weil die sind in der Tat besser als das Klimamittel. Also die sind schon, merkt man, das geht in die richtige Richtung. Da wird dran geforscht. Ich finde das spannend. Aber wenn ich Ihnen heute sagen könnte, wie Weihnachten wird, dann würde ich hier nicht mehr sitzen und würde ich auf einer Südseeinsel und würde das Geld zählen. Also ich würde sagen, es wird besinnlich, aber also Herr Schwan, an dieser Stelle mit Blick auf die Uhr würde ich mal herzlichen Dank sagen, auch vielleicht Verständnis darum bitten, dass wir jetzt nicht noch große Fragerunde aufmachen wegen des Mitschnitts. Und ich übergebe einfach an unseren Präsidenten, der die entscheidenden Sätze jetzt noch sagen darf, was den weiteren Abend betrifft. Herzlichen Dank nochmal. Ja, auch von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir hätten vielleicht auch noch die eine oder andere Frage gehabt. Aber Ulrich, du hast es sehr gut gemacht. Dankeschön an alle, die hier beteiligt waren, insbesondere natürlich an unseren Redner. Und ich darf Sie jetzt einladen zum Sektempfang. Wir dürfen das alles nochmal vertiefen. Wir können uns tief in die Augen schauen und schauen, was wir denn jetzt tatsächlich machen, was wir daraus lernen, mit Ihnen allen. Und ich möchte auch hier nochmal betonen, viele unserer Partner sind hier. Ich sehe hier den Herrn Jörder von der Wilhelm und Else Herreth Stiftung. Ich sehe die Frau Palz vom Physikjournal. Ich sehe den Herrn Sehnmann, Partner hier bei uns im Physikhaus. Wir freuen uns mit Ihnen allen zusammen, ohne die wir auch gar nicht das leisten können, was wir hier leisten, mit Ihnen allen zusammen jetzt den Abend weiter zu genießen. Ganz herzlichen Dank. Und dann soll ich noch bitten, alle Preisträger und so weiter, hier noch kurz zu bleiben für ein Bild. Dankeschön und einen schönen Abend.